Wetter, alle hatten gute Laune. Super Start in die Saison, würde ich sagen, für alle. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil hier so viele Menschen waren und die auch alle sehr nett waren. Ein Hauch von Spannung und Vorfreude durchdringt die Atmosphäre, wenn Faustballer von nah und fern sich zum 38. Wedding Cup der Berliner Turnerschaft versammeln. Im idyllischen Schillerpark erwachen fast 20 Spielfelder zum Leben, die über 195 Mannschaften Raum für einen epischen Wettstreit bieten. Ich finde, das Erlebnis ist eigentlich, dass so viele Mannschaften aus ganz Deutschland zusammenkommen und hier ein ganzes Wochenende miteinander verbringen. Vom Kräftemessen der Männer-Bundesligaspieler bis hin zur Entfaltung der aufstrebenden Talente in den U14 und U18-Kategorien, von den mutigen Frauen, die sich in der offenen Klasse behaupten, bis zu den Minis. Der Wedding Cup bietet eine vielfältige Plattform für jeden Faustballbegeisterten, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Ich habe wieder sehr, sehr viele Leute, ja, die wir lange, lange Jahre kennen, wieder gesehen, und es ist jedes Mal ein Vergnügen. Alle Sportler immer freundlich, immer lächelnd. Während es immer spannender wird und die Spieler an Intensität gewinnen, rücken die Teamleistungen ins Zentrum des Geschehens. Die Männer der Berliner Turnerschaft 1 beeindrucken im packenden Finalkampf gegen Stern Kaulsdorf mit ihrer blitzschnellen und äußerst präzisen Spielweise. Gleichzeitig hinterlassen die Gegner mit ihrem unbeugsamen Willen einen bleibenden Eindruck. Wir hatten wahrscheinlich alle Muskelkater in den Armen und in den Beinen. Kopftechnisch waren wir wahrscheinlich auch nicht immer gesamt alle dabei. Aber ich muss sagen, immer wieder geil, gegen BT zu spielen. So endet ein weiteres unvergessliches Kapitel in der Geschichte des 38. Wedding Cups, welches voller Wettkampf, Zusammengehörigkeit und unvergesslicher Momente auf und neben dem Spielfeld geprägt war.